Ich habe euch wieder 2 Wochen lang dabei gehabt, um euch zu zeigen, was ich so getragen habe. Und ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. Ich möchte euch mit meinem Lookbook zeigen, dass man sich durchweg auch Secondhand technisch gut leiden kann. Es geht um Nachhaltigkeit und die einfachste und günstigste Art und Weise, das in Kleidung umzusetzen, ist das, dass man einfach auf Kleidung zurückgreift, die schon auf dem Markt ist. Und ich habe früher auch sehr lange die Meinung gehabt, ach Secondhand, das sieht schon mal aus wie so ein Hippie und so. Wir haben so viel Kleidungsstücke auf dem Markt, jeder findet irgendwas. Hauptsächlich bestelle ich bei Jubab. Meine Kleidungsstücke kommen aber auch vom Flohmarkt oder vom Rotkreuzladen. Das ist unterschiedlich. Ich würde einfach sagen, wir legen jetzt mal los mit Outfit Nummer 1 und natürlich für die warmen Tage. Und das Ganze ist Plus Size, das brauche ich auch nicht dazu sagen. Hier habe ich meine schwarze Stoffhose dazu angehabt. Mit den Punkten, das ist ein Teil, was ich noch von H&M habe und ich mag die echt gerne. Leider ist sie komplett ausgefärbt schon, hat schon 2 Löcher und sitzt nicht mehr ganz so gut, aber sie ist halt bequem wie Sau und gerade, wenn es so warm ist, gibt es halt wirklich nichts Besseres. Ich trage Strümpfe, wer mich schon ein bisschen länger guckt, weiß das, Kompressionsstrümpfe und da muss die Hose, die drüber liegt, so dünn wie möglich sein. Also nach Möglichkeiten auch nicht irgendwie auflegen oder so. Flatterhosen sind am allergeilsten. Dazu trage ich mein Khaki-Shirt von What About Tea. Mit den T-Shirts bin ich inzwischen richtig zufrieden. Ich habe Startschwierigkeiten gehabt. Da waren sie mir so ein bisschen zu eng anliegend. Inzwischen mag ich die recht gerne. Sie sind super bequem. Und vom Preis her waren die echt in Ordnung. Das ist ein Neukauf. Und nachhaltiger Kauf, also alles, was ich neu kaufe, versuche ich eben dann auch nachhaltig zu kaufen. Und dazu trage ich eben meine Vegetarian Shoes Sandalen. Die werdet ihr in diesem Lookbook häufiger sehen, also hauptsächlich. Ich habe noch ein anderes Paar Schuhe die Tage angehabt. Aber das sind halt die besten Schuhe, wenn es so warm ist und besonders wenn man Strümpfe trägt, halte ich es halt einfach nicht in zu hohen Schuhen aus. Kommen wir zu Outfit Nummer 2 und hier trage ich ein Shirt, was einen sehr komischen Stoff hat. Also ich habe damals verstanden, als ich das gekauft habe und zum ersten Mal Flecken drauf gemacht habe, mit Wasser, richtig. Da habe ich genau verstanden, warum derjenige das Shirt weghaben möchte. Es sitzt unwahrscheinlich gut. Es Bauch bei mir flattermäßig, das soll halt einfach so sein, weil ich einen Bauch habe, da kann man das ein bisschen kaschieren. Obenrum ist es enger und es ist halt gerade für den Sommer, es ist halt eine tolle Sache. Hinten hat es noch Reißverschluss, aber der Stoff zieht Flecken an ohne Ende. Es reicht schon, wenn du mit Wasser dann einen Fleck drauf machst, hast du einen Fleck im Nachhinein drauf. Fragt mich nicht, wie das funktioniert. Habe ich schon mehrfach die Erfahrung jetzt mit dem Shirt gehabt. Aber ich mag es echt gerne und habe es in dem Jahr jetzt nur einmal getragen, leider. Schade, es kommt aber, glaube ich, schon nochmal zum Einsatz, weil ich glaube, wir kriegen einen sehr guten Spätsommer. Dazu trage ich wieder die schwarze Punktehose. Wie gesagt, Lieblingsteil, sieht halt nicht mehr so ganz edel aus, ist eher inzwischen rötlich statt schwarz. Da ist, also die mischen bei schwarz oftmals auch so einen Rotton drunter, dass die Farbe, glaube ich, besser hält. Das hatte ich auch schon mal bei einer Jeans. Und auch hier trage ich wieder die Sandalen, weil sie einfach für den Sommer perfekt sind. Wir hatten so um die Zeit um über 30 Grad. Und da möchte ich eher am liebsten gar nichts anhaben. Sind wir doch mal ehrlich. Outfit Nummer 3. Ich glaube, so dieses Tiger-T-Shirt war so von den dünneren Sachen so das zweite, dritte Teil, was ich so vom Flohmarkt gekauft habe. Weil es hat jetzt auch schon 2 Löcher. Aber ich mag es trotzdem echt gerne, weil es halt eben über den Po geht. Das war ursprünglich mal ein Shirt von H&M. Es gab mal so eine ganze Reihe. Wusste ich noch, also das war noch zu der Zeit, wo ich noch in H&M gegangen bin, wo ich gerade so umgestellt habe sozusagen. Und ich liebe das T-Shirt aber trotzdem, auch wenn es schon 2 Löcher hat. Dazu trage ich meine Tok Tok Leggings. Das war Neukauf.
Und von der werde ich mir nochmal eine holen, weil zwei Leggings besser als eine. Mehr ist mehr, gilt da. Nee, ich brauche halt einfach zwei. Ne? Also wenn man das regelmäßig trägt. Ich habe bis dato immer zwei bis drei Leggings gehabt. Die eine reicht mir nicht, habe ich schon gemerkt. Und da gibt es ein Angebot, dass zwei weniger kosten als eine. Vielleicht nutze ich das dieses Mal. Mal schauen. Und auch dazu trage ich meine Sandalen, weil es einfach passt. Und die Leggings, guckt sie euch echt mal an. Also es ist vom Stoff her einfach auch, das ist eine andere Qualität. Die sitzt besser, die ist bequem wie Sau. Und die hat ein höheres Bündchen gerade am Bauch. Ich liebe das Ding. Also es war wirklich ein sehr guter Kauf. Auch wenn ich am Anfang gedacht habe, ich glaube, die hat über 25 gekostet. Oh, das ist aber schon teuer für eine Leggings. Muss. Absolut muss. Anderes Qualitätsstadium. Absolut. Outfit Nummer 4. Da trage ich ein besonderes Oberteil. Ein Trägeroberteil mit Silberfäden eingewebt. Und hinten hat es einen Rückenausschnitt. Das habe ich auch vom Flohmarkt gekauft. Wenig Geld. Und das hat halt schon an Form wirklich jetzt... Es geht jetzt langsam wirklich kaputt. Man zieht diese Fäden sehr schnell raus. Es sitzt nicht mehr so hundertprozentig richtig, weil es halt eben von mir schon totgetragen wurde. Und was der Vorgänger damit gemacht hat, kann ich auch nur raten. Und im letzten Jahr war das mein Liebling, absolut. Und dazu trage ich meine grüne Stoffhose von Jubab, die ja auch so eine besondere Haptik hat. Also ich habe mal beim Hersteller auf der Homepage geguckt, habe auch geguckt, warum die so teuer ist. Also die Klamotten eigentlich sind schon so im Originalpreis. Also hätte ich nie dazu gegriffen, bin ich ehrlich, absolut nicht. In der Kombination natürlich wieder die Sandalen, weil es ist warm und ich quäle mich doch nicht mit Zuhen und Schuhen, die... Vegetarian Shoes, die sind so bequem. Also die haben sich einfach so ultra gelohnt. Und ich bin froh, dass ich den Kauf einfach getätigt habe. Auch die Sandalen sind neu. Und wenn ihr mal guckt, Vegetarian Shoes sind nachhaltig, sind eben vegan. Also der komplette Schuh ist vegan hergestellt worden. Outfit Nummer 5 trage ich mein Chuba Chups T-Shirt. Und das steht für mich sowas von Kindheit. Chuba Chups habe ich geliebt. Jetzt natürlich nicht mehr so lutschermäßig unterwegs, aber ich fand die super. Und als ich das Secondhand gesehen habe, habe ich mir gedacht, hey, das muss ich haben. Auch wenn dieses Hellgrau von dem T-Shirt nicht ganz so meine Farbe ist. Ja? Also da bin ich einfach zu kalt von der Hautfarbe her. Also ein Grau, wenn, dann muss es halt schon so in die Anthrazit-Richtung gehen. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Farbton genannt. Das ist so ein Dunkelgrau. Passt auf jeden Fall zu mir. Wenn es zu helle ist, schwierig. Und gelb ist auch schwierig. Aber das T-Shirt musste sein. Dazu trage ich wieder die grüne Hose, die ja ein bisschen häufiger zum Einsatz gekommen ist. Und muss ich es nochmal erwähnen. Sandalen, weil es einfach ultra warm war bei über 30 Grad. Und da passen einfach Sandalen am allerbesten. Zumal die einfach unwahrscheinlich bequem sind. Beim sechsten Outfit trage ich ein Shirt, aus dem ich so ein bisschen rausgewachsen bin. Wisst ihr, ich habe mit so Stoffen so meine Probleme. Das ist original Kunstfaser. Zum einen ist es nicht gut für unser Abwasser und es ist auch nicht gut für die Haut. Das ist nicht atmungsaktiv, du riechst. Also neuwertig würde ich mir sowas niemals kaufen. Absolut nicht. Ne? Also zumal du das im Nachhaltigkeitsbereich in der Form so oder so nicht mehr kriegst. Ne? Also das geht gar nicht klar. Ich mag das halt nicht, wie gesagt, ein Kleidungsstück nur einmal zu tragen und dann ab in die Wäsche. Es gibt nichts Schlimmeres für deine Kleidungsstücke. Vielleicht habe ich es in dem Jahr deswegen auch nicht so häufig angehabt. Und das mit dem Riechen, das gefällt mir halt persönlich nicht. Ich habe es aber im letzten und im vorletzten Jahr echt viel getragen. Das Teil hat hinten ein bisschen länger wie vorne. Der Kragen hat halt diese Fransen. Und ich mochte es eigentlich immer. Lustigerweise habe ich mich so in dem Jahr gar nicht so in diesem Ding gesehen. Mal gucken, wo das noch hingeht. Ob ich es jetzt nochmal anziehe. Oder dieser eine Einsatz in dem Jahr, ob es das war. Mal schauen. Und hier trage ich jetzt eine H&M Leggings. Und das ist ein Unterschied wie schwarz und weiß.
Also ich werde mir definitiv noch so eine Tok-Tok-Leggings holen, weil die H&M sitzt nicht richtig, ist aber auch schon so ein bisschen dünne zwischen den Beinen. Ich habe sie genäht. Früher hätte ich es weggeschmissen, bin ich ganz ehrlich. Jetzt habe ich sie genäht. Nichtsdestotrotz, wenn sie noch mehr Löcher kriegt, muss sie halt einfach gehen oder wird ein Putzlappen oder so mal schauen. Hier trage ich dieses Mal meine Sir Oliver Schuhe. Die sind noch nicht so ganz fertig. Ich muss dann noch diese Plastikschicht wegmachen. Die habe ich gekauft und das Kunstleder ist sehr schnell kaputt gegangen. Natürlich kaufe ich sowas nicht neu, sondern gebraucht, ne? Also das Kunstleder ist unwahrscheinlich schnell kaputt gegangen. Und ich bin dann hergegangen und habe den ganzen Schuh einfach geschält. Also einer von beiden ist komplett schon geschält. Ich hätte die nicht behalten, wären die nicht so total bequem. Die sind so ultra bequem. Deswegen habe ich die Schuhe noch, bin ich ganz ehrlich. Letztes Outfit. Wir sind bei heute angekommen. Und wie ihr schon seht, trage ich dieses schwarz-weiß gestreifte Shirt. Das habe ich auch im letzten Jahr gerockt, von oben bis unten. Und das merkt das T-Shirt jetzt schon, dass es so ein bisschen ist nicht mehr so ganz okay, ne? Also diese Streifen sind eine Art Aufdruck. Also das ist nicht irgendwie im Stoff drin. Also das kann ich nicht erklären. Auf jeden Fall ist das Ganze auch sehr kunstfasermäßig. Also es ist extremes Stretch. Sieht man, glaube ich, auch. Aber es sitzt halt durch das sehr, sehr gut. Und als Hose habe ich hier eine von Amazon an, die ich mir damals gekauft habe, in einem Asia-Shop. Sowas würde ich natürlich heute auch nicht mehr machen. Ne? Also, zumal das eben auch Kunstfaser ist. Aber ich mag halt die Art von Hose. Ich mag so Anzughosen, die so ein bisschen flatteriger sind. Die ist halt eben im Sommer auch recht angenehm, auch wenn du sie halt maximal 2 Tage anziehen kannst. Und dann muss auch die in die Wäsche. Aber es passt. Und ich bleibe meiner Linie treu, also dem Ausreißer beim letzten Outfit. Meine Sandalen. Heute ist wieder so warm, dass man die Sandalen echt gerne anhat. Und ich freue mich unwahrscheinlich, dass ich diesen Kauf getätigt habe. Ich habe halt nur noch ein paar Sandalen und kann halt nur noch die tragen, ne? Aber ich bin so froh und ja, dass ich die gefunden habe und dass ich die so bequem finde. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe sie bei der Melli zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, sie hat auch diese Vegetarian Shoes oder hat sie sie von einer anderen Marke, weiß ich jetzt nicht. Aber so in der Art hat sie eben auch solche und ist eben zufrieden damit. Und ich bin es halt eben jetzt auch. Also unwahrscheinlich gutes Geld angelegt. Also bin ich echt froh und stolz drauf, zum einen nachhaltige und vegane Schuhe zu haben. Jeder Neukauf eines Kleidungsstücks, auch bei nachhaltigen Sachen, bedeutet eine Art Impact für die Umwelt. Bei nachhaltiger Kleidung ist es natürlich so, dass der Fußabdruck eben nicht immens hoch ist, weil eben auf diese Standards geguckt wird. Aber mir ist es halt eben schon wichtig, nicht mehr einen vollgestopften Kleiderschrank zu haben, Kleidungsstücke zu haben, die ich eben auch trage, die vom Tragen fast schon auseinanderfallen. Das zeigt doch, dass du das Kleidungsstück halt echt geliebt hast. Und meistens mache ich es dann so, wenn gerade Shirts involviert sind, wenn die ausgeleiert sind und nicht mehr tragbar sind, gebe ich die weiter an meinen Vater, der benutzt sie dann als Lappen. Dann wird dieses ganze Kleidungsstück halt wirklich komplett ausgenutzt, kann man sagen. Und macht euch ein bisschen Gedanken darüber, braucht man ständig neue Kleidungsstücke? Oder mal anders gesagt, auf Qualität achten ist halt auch so eine Sache, ne? Also ständig günstige Kleidungsstücke zu kaufen ist halt auch nicht so. Also ich habe da auch schon meine Erfahrungen gemacht, gerade beim Secondhand, dass die Sachen halt eben dann auch auseinanderfallen. Na, und wenn man da ein bisschen auf Qualität achtet, ist es halt schon nochmal eine andere Geschichte. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!